fast an der Grenze am Mittelmeer in Spanien, in der Region Priorat. Da stammt jetzt nun dieser Weingut her. Der Weinherr, das Weingut heißt Globeringer. Das ist letztendlich der hochanspruchsvolle Wein von denen, nennt sich Claude Tafal. Die Region Priorat ist in den letzten Jahren sprunghaft bekannt geworden. Das hängt damit zusammen, dass dort außergewöhnliche klimatische und geologische Voraussetzungen für den anspruchsvollen Weinbau gegeben sind. Der Boden besteht in der Regel nahezu aus extrem kargen Schiefergestein. Es regnet zwischen Dezember und März, April 300 Milliliter. Das war's auch schon. Der Sommer 40, 45 Grad. Höchsttemperaturen sind keine Seltenheit. Nachts gehen die Temperaturen nicht unter 25 Grad herunter. Das ist letztendlich, was eine Rebe extrem viel abverlangt und was sich natürlich auch in der Stilistik deutlich bemerkbar macht. Man sieht schon beim Drehen des Glases, da steckt Kraft dahinter. Die Viskosität, die Schlieren am Glas, das ist ein dichter Wein. Der Duft, noch etwas verschlossen, weil wir die Flasche gerade aufgemacht haben. Aber mit zunehmender Belüftung öffnet er sich. Sie können ohne weiteres große Gläser für solche Weine verwenden. Große Weine, große Gläser. Dann merken Sie, wenn Sie das Glas drehen, er öffnet sich, er zeigt mehr Aromen. Wiederum kräutrige Noten, ein Hauch von Leder, tiefdunkle Waldbeernoten, zarte Gewürze. Und da kommt noch wesentlich mehr. Aber wir probieren mal diesen Wein. Im Mund, im ersten Moment ist man mal ein bisschen sprachlos. Er schlägt auf die Gerbstoffe auf. Er sagt, hallo, hier bin ich. Mit Kraft, Struktur, Tiefe. Und letztendlich hat auch so eine fleischige, fruchtbetonte Note. Die Gerbstoffe sind mega präsent. Sie geben dem Wein eine Länge hinten heraus, sehr feinwürzig, auch gut ausbalanciert diese Gerbstoffe. Und ganz hinten am Zungengrund merken Sie auch den heißen Charakter der Region. Man kann da sagen, da steckt einfach Temperament und Feuer in diesem Wein. Das ist ein Wein für absolute Rotweinfreaks, die gerne Rotwein mit Tiefgang und Charakter mögen. Und das ist ein Wein, der letztendlich nicht nur im Herbst oder Winter zur Geltung kommt, sondern auch in einigen Jahren über die Flaschenreife noch wesentlich besser wird. Und ich kann einen Tipp geben, legen Sie mal ein paar Flaschen weg, in 3 bis 4, 5 Jahren, dann wird auf dem Höhepunkt sein, wird noch ein gesteigerter Genuss Ihnen geben.